wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder der Posten. Ja, ich habe uns schon den nächsten Auftrag eingeheimst, LKW repariert, wir haben geschlafen. Und wir fahren mit 15 Tonnen Eis von München nach Hönhausen. Ich habe hier noch ein paar Latüchten angebaut. Wir sehen so ein bisschen aus wie der Coca-Cola Weihnachtstruck. Okay, wir steigen ein. Muss ich mal eben überlegen. Da sind wir weggekommen. Was? Sonst kommen wir hier nirgendwo raus. Das ist ja alles. Naja, okay. Wie dem auch sei. Ziehen wir unser Eis mal vom Hof hier. Warum hast du so viel zu tun? So, geradeaus weiterkommen wir nicht. Das heißt, wir müssen gleich über diesen super schicken Parkplatz. Ich weiß auch gar nicht, warum wir 15 Tonnen Eis vom Bauhaus abholen. Das ist irgendwie so ein bisschen. Muss ich nicht verstehen. So, 643 Kilometer haben wir vor uns. Wir werden irgendwo mal tanken müssen. Ist das eine blöde Ausfahrt hier? So, komm, weg, 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 weg. Da vorne ist nur ein Trecker. Der kann auf uns warten. Bis der hier ist, sind wir weg. Süßgewoll. So, und ich werde natürlich mal versuchen, heute vernünftig zu fahren. Ob das klappt, lassen wir mal dahingestellt. Mach mal. Mach mal grün nochmal. Dann habe ich das Jessicat Pack, Traffic Pack runtergeladen für den russischen Straßenverkehr. Habe den mit den Mods eingerichtet, dass die auch wirklich nur in Russland fahren. Das heißt, bei Zeiten sollten wir da eventuell mal wieder gucken, was da los ist. Da vorne wäre eine Tankstelle gewesen. Egal, das machen wir auf der Autobahn gleich. Da, wo wir am dichtesten dran vorbeikommen, würde ich mal behaupten. Ja, die bayerische Polizei fährt immer noch in grün-weiß. Wunderbare Kurve, so mag ich das. So, wir müssen durch den Kreisel und dann rechts raus. Fährst da weiter, ja, sehr schön. Und dann tanken wir nicht da vorne, sondern machen das gleich wirklich auf der Autobahn. Kreuz München West. Mhm. Ich frage mich immer noch, ob der Tempomat irgendwie funktioniert. Mhm. Genau, ich guck mal ab. Dann haben wir hier auch ein bisschen Platz und wir fahren in einen romantischen Sonnenuntergang. Da müsste man eigentlich auf dem nächsten Parkplatz anhalten. Oh, ich sehe gerade, hier sind wir noch nie lang gefahren. Ist also was Neues. Das war Licht. Das ist Fernlicht. Habe ich denn überhaupt mein Tempomat versteckt? Das war gerade ein bisschen eierig. Aber auf der 10, ja, okay. Funktioniert nicht. Ich weiß nicht, warum nicht. Er funktioniert einfach nicht. Oh, fahr doch mal gerade, Kerl. Alkohol gehabt oder was? Ich weiß nicht, was ich bei dem Tempomaten falsch mache.
kommen wir in eine Baustelle. Baustelle heißt aber nicht unbedingt, dass ihr hier stehen bleiben müsst. Was soll das? Wir mogeln uns mal dran vorbei, sonst stehen wir hier Weihnachten noch. Einspurig dran vorbei, herrlich. Gerade in meinen Anfängen von ETS 2, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, ich habe diese schmalen Straßen gehasst. Gut, ich musste mit einer Tastatur dadurch. Das ist natürlich jetzt mit dem Lenkrad alles ein bisschen schöner, schicker und einfacher. Fahr doch einfach, du Ochse. So, ganz praktisch, da vorne ist eine Tankstelle. Da fahren wir gleich mal ran und machen uns den Tank und den Wanst ordentlich voll. Eine kleine Essenspause muss erlaubt sein. Hier wäre ein Restaurant irgendwie dabei immer. So, zum Tanken müssen wir hier durch. Hör auf zu blinken. So, Motor aus und auffüllen. Liter. Und 563 Kilometer noch vor uns. Ich denke mal, das werden wir auch schaffen. Kommt nicht. Kam gestern auch nicht. So, schon mal rausblinken, dass die Bescheid wissen, was Sache ist hier. Ja, du bist ein Held, dann fahr doch auch, Mann. Hättest du mal vorher auf die andere Spur fahren können, du Banause. Rotwein, wir fahren das passende Eis dazu, auch nicht schlecht. So, ab auf die Autobahn Richtung Würzburg. Ist das überhaupt richtig? Würzburgus. Ja, Mensch, ich fahre heute so vorbildlich, das ist unglaublich. Ich bin erschrocken über mich selbst. Ruhige, angenehme Fahrt. Keine Mängel. Autobahn ist noch ruhig. Ich werde mal noch einen anderen Traffic Pack ausprobieren. Mal gucken, was der macht. Der ist relativ klein. Traffic Density. Mal schauen, was es Schönes Neues gibt. Gerne auch einmal mit Stau oder so, aber diese Geschwindigkeitsbegrenzung, das sollte er nicht unbedingt aushebeln.
So, ich denke mal, wir werden dann auch mal wieder ein paar Touren in Ungarn machen. Mal schauen, ob ich den Schwerlastmod da auch reinkriege. Dann wird es natürlich lustig mit Überlänge, so richtig schön durch Ungarn durch. Da sind wir dann wieder mit unserem weiblichen Fahrer unterwegs, natürlich. Ja, Mensch, richtig schön leer hier auf den Autobahnen. Da hinten kommt ein Tiefflieger. Gelb. Wir bleiben auf dieser Spur, fahren geradeaus weiter. Hier sind wir noch nie lang gefahren irgendwie. Schon über dieses Kreuz, aber nicht diese Strecke. Scheinen sie neu gebaut zu haben oder so. So, du willst rein, ja? Na dann komm mal. Ich bin mal freundlich, Kollege. Ey, wenn du Affe bremst, ne? Und schon wieder eine Baustelle. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja, war ja nicht so schlimm. Hat ja gar nicht wehgetan. Ne? Da drüben schon wieder das Phänomen, dass wir unseren Empfänger im Navi schon blitzen sehen. Das ist also auch nicht richtig. Wir haben noch 450 Kilometer vor uns. Und wenn man dem Navi da Glauben schenken darf, dann wäre der um die nächste Ecke. Und dann ist natürlich die Frage, warum fahren wir erstmal so noch 400 Kilometer drumherum? Macht alles keinen Sinn. Also auf dem LKW-Navi zum Beispiel kann man schon sehen. Auf dem, wie heißt das Ding hier? Da sieht man es halt nicht. Da wäre es auch korrekt. Der hatte einen kleinen Hacker. So, wir bleiben hier. Alles neu für uns, sonst schön dunkel. Dann sehen wir wenigstens nichts von der Landschaft. Wäre jetzt vielleicht mal interessant gewesen. Neue Strecke, dass man da auch mal so ein bisschen was von sieht, oder? Ja, Bad Oeynhausen kenne ich natürlich. Ein Stück meiner alten Heimat. Bin da früher, als ich noch in Schnemwede-Lefern gewohnt habe, immer zum Herzzentrum gefahren. Ganz am Anfang Gollwitzer Meier-Institut, aber da war ich noch so klein, da konnte ich noch mit alleine fahren. Ey, und das war immer so langweilig, ne? Du bist dann morgens um 9 angetanzt, echt nüchtern. Dann als Kind.
Also nichts Alkohol am frühen Morgen oder so. Und vor 2:30 in der Mittag hast du nichts zu fressen gekriegt wegen Röntgen und so weiter. Musstest wirklich nüchtern bleiben. Und das war nicht lustig. Hatte sich später auch nichts dran geändert. Okay, es lief dann etwas flüssiger. Aber Faktum ist ja, du kommst um 9 an, haben die Ärzte erstmal lecker ihre Frühstückspause. So, dann um 12, wenn du theoretisch was essen könntest, läufst du trotzdem nicht weg, weil solltest du in der Zeit rankommen, stehst du wieder hinten an. Wenn du nicht am Platz bist, ja. Die werten Ärzte machen aber erstmal ihre Mittagspause. Ob dir dein Magen auf der Holzken hängt oder nicht, das ist denen völlig Latte. Sag mal, Volvo, 15 Tonnen Eis können nicht so schwer ziehen, dass du den Hügel hier nicht hochkommst. Aber hinten kommt nichts. Wir fahren mal an dem vorbei hier. Ohne, dass wir hier jetzt irgendwas anditschen, hoffe ich. Ja, schönes Elefantenrennen bei Nacht. Was gibt's Besseres? War ein kleiner Hänger. Ja, ich glaube, wir haben die stärkeren PS, oder? Lässt sich schon freiwillig zurückfallen. So, jetzt ein bisschen Anlauf für den nächsten Hügel. Hallo, Sheriff. Ja, Mensch, ne? Guck mal, wenn man so mit 70 fährt, dann ist die Polizei auch ganz lieb, ne? Ja, mein Gott, die machen auch nur ihren Job. Aber ich finde auch, es hat sich irgendwie mit den... Hallo, was ist hier los? Es hat sich mit den Einsatzfahrzeugen schon etwas... Oh, was soll denn das jetzt? So ein Schwachsinn. Warum soll ich hier jetzt über einen Parkplatz? Was sollte das? Hey. So ein Blödsinn. Jetzt haben wir den wieder vor uns. Solche Eskapaden vom Navi, ich hätte da eher drauf achten sollen. Ich weiß nicht, was das soll. Alles nur unnötig. Unfallrisiko. Boah, der kämpft aber hier, du. Meine Herren, ey. Sind das die Kasseler Berge? Ganz schlimm. Aber wenn man mit dem Auto da lang fährt, macht es Spaß. Also so richtig schön mit Speed und rauf und runter. Und du kannst da bergab richtig Anlauf nehmen. Das kriegst du hier im ETS gar nicht so mit. Aber ja, es wird auch geblitzt natürlich dort, ne? Und wie sehe ich im Spiegel überhaupt nichts? Es ist, ja, die Sonne steht hier vorm Fenster. Es blendet etwas. Naja, bei der letzten Tour so ein bisschen arg Bußgelder kassiert wegen Lenkzeitüberschreitungsfahrt. Aber es hat ja funktioniert, was soll's. Kann man ja mal machen, ne? Ich hoffe, ich kriege meine Fracht heile ans Ziel, weil auf meinem Monitor blendet es gerade ein bisschen. Ich sehe den linken Außenspiegel irgendwie überhaupt nicht. Das ist so, ja, a little bit like a Blindflug. Aber ich hoffe, wir überstehen die letzten 240 Kilometer noch.
Steigung, ja, das merke ich. Oh. Ja, da haben wir ein bisschen... 114. Okay. Akzeptiert, da waren wir definitiv zu schnell. So, hier haben wir jetzt ein bisschen fast geschlafen und die Ausfahrt verpennt. Eieieiei. Bus gegen LKW. Wer gewinnt? Yes, Sir. Was ist das? Polizei? Dann haben sie uns gleich. Es ist Polizei. Dum-di-dum-di-dum. Puh, haben wir Glück gehabt hier. So, Mautbrücke. Könnte man auch noch Blitzkästen dranhängen an diese Mautbrücke. Eigentlich dürften die uns jetzt nicht mehr blitzen können. Die fahren ja in eine ganz andere Richtung. So. Hell, 1.44 Uhr. Na, Mitternacht. Schon wieder eine Baustelle. Okay. Sehen nur nichts. Achso, auf der Gegenfahrbahn. Naja. Warum wird unsere dann auf eine Spur begrenzt? Hä? Waren doch in ihre Spur. Unglaublich. Oh, kriegt ihr es denn geschissen hier oder was? Hier ist die Baustelle jetzt. Und da vorne machen sie schon, naja, egal. Wir selber wissen, was sie machen. So. Das haben wir überstanden. Lief ja eigentlich soweit ganz geschmeidig bis jetzt. Keine großartigen Probleme. Also diesen kleinen Schlenker jetzt hier gerade, hier müssen wir gleich raus. Aber Banause, haben wir die Idee, den nächsten Kilometer noch vor uns oder was? Na, offensichtlich nicht. Gott sei Dank. So, Bielefeld, Paderborn. Wieso Bielefeld? Das gibt es doch gar nicht. Hm.
Mysteriös. Viel zu früh gebremst. Kommt aber nichts, also weg. Ah, hier hätte es eine Beschleunigung vorgegeben. Okay, kann ja kein Mensch an. Paderborn, Salz, Kotten, Delbrück. Siehst du, hier ist Bielefeld schon wieder. Geschichte. Kilometer noch. Fahren wir die denn jetzt auf der Landstraße und kommen wir gleich durchs Wiengebirge wahrscheinlich. Das mal so anzunehmen. So bei Melle und dann auf die A30. Das ist immer lustig, so diese Strecke, ja. Kommen dann noch so ein paar Serpentinen. Wenn wir durch Melle kommen, kann ich noch eben meine Schwester besuchen. Ach ja, alte Heimat so ein bisschen. Auch wenn es nur im ETS 2 ist, aber das hat doch schon irgendwas. So, Richtung Bielefeld. Bundesstraße 61, glaube, die bin ich schon gefahren im realen Leben. Ich bin mir sicher. Delbrück, die Ecke. Kennt man. Kennt man. Überleg jetzt nur gerade, was das da für ein Kraftwerk ist. Und nachher mal auf der Map gucken, ob die das mal weiter ausgebaut haben. Also ich fände das sehr schön, so eine Map. So alte Heimat noch mehr so, also nicht nur Bad Oeynhausen, Osnabrück, sondern dazwischen vielleicht noch Minden, so als kleinere Orte. Und solche Geschichten. So, wo geht's jetzt hin? Bielefeld, Osnabrück. Bisschen weit ausgeholt, aber naja, ist ja keiner auf der Straße. Bielefeld, Osnabrück. Na, bist du ein Bielefelder? B61. Ja, also es ist also wirklich so in der Gegend, es ist sehr, sehr ländlich. Eigentlich schön, aber manchmal auch ein bisschen zu viel Gegend. Wenn du dort wohnst, jetzt mal abgesehen jetzt von Bielefeld, so großartig was machen kannst du nicht. Bad Oeynhausen, es geht geradeaus weiter. Mich wundert, dass der Traktormod immer noch funktioniert. Der ist eigentlich irgendwie für eine 1.26er Version oder so gewesen. Gerade sagen, und dieses extreme Laggen ist weg. So ab und zu hat er noch mal einen Hänger, aber im Großen und Ganzen geht es. Ich hoffe dann auch, dass ich bald meine neue Grafikkarte bekomme, dass ich mir die leisten kann. Spätestens im Mai würde ich mal behaupten. Oh, da sind wir schon in Bad Oeynhausen. Das ging ja jetzt fix. Da wird ja auch mächtig gebaut. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn ich da in diesem Jahr wieder hinkomme in die Ecke. Die Umgehung für Bad Oeynhausen, so wie das ausschaut, das wurde ja auch mehr als Zeit. Ne?
So, ich glaube, hier müssen wir rein. Ist das das Casino oder was soll das darstellen? So, wo dürfen wir denn uns hinparken? Ich würde sagen, hier rein, wa? Nächste. Vor dem Bus her, kann so schlimm nicht sein. Und prompt haben wir uns, da müssen wir irgendwie, ach, da müssen wir hin, guck an, dann haben wir uns jetzt verfahren. Fahren wir einmal um den Block. Boah, was haben die denn hier für widerliche Lampen? Ihhh. Hier. Das müsste dann die A30 sein, die quasi dann durch Bad, genau, die durch Bad Oeynhausen durchläuft. Aber ich finde das interessant. Offensichtlich haben wir als Linksabbieger jetzt durchaus auch Vorfahrtberechtigung. Das ist eigentlich entgegen der Verkehrsregeln. So, und dieses Mal fahren wir doch gleich hier rein. Ja, das kommt auch gut, glaube ich. Das passt. Dann haben wir das hier hinten irgendwo. Und im Zweifel haben wir uns gleich lecker auf Essen fahren. Nee, passt. Passt, passt, passt. Sehen, dass wir hier so, ich steige ja immer aus beim nee, wir fahren noch ein bisschen vorwärts. So, jetzt darfst du aber rückwärts fahren. So ganz hundertprozentig ist das jetzt nicht, glaube ich, befürchte ich. Ich kriege nämlich den Arsch nicht mehr rum. Ich glaube, das wird nicht. Nee. Ich glaube, das wird nicht. Das wird nicht. Oh, es ist doch Mist. Kann doch nicht sein. Was ist denn das hier? Kommen wir nie rein. Was mache ich denn hier, Mann? Oh Gott, ist das peinlich. Ja, das sind dann die Momente, wo die Fernfahrerkollegen auf dem Parkplatz stehen. Sich quasi halb kaputt lachen.
Okay, komm. Bevor die sich das wieder anders überlegen, wir lassen ihn jetzt so stehen. Und gut ist. Eieieiei. Immer diese Einparke-Desaster. Das ist doch wirklich schlimm. So, fortfahren. Wir gucken uns jetzt eben eine Map an. Wir brauchen ein Hotel. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir hier eine Garage, wo wir hinfahren können. So, und da fahren wir jetzt auch mal hin. So, wie komme ich jetzt wieder raus? Ich sollte rückwärts fahren. Das erleichtert es. Oh Gott, der Karte. Eieieiei, das war knapp. Hätten wir uns fast noch kaputt gefahren. So, wo haben wir denn unsere Garage? Warum hat denn der das jetzt nicht eingezeichnet? Ach so, das macht er dann, wenn wir hier raus sind. Das heißt, wir fahren hier jetzt rum. Könnten wir eigentlich völlig wurscht, wo wir rausfahren. Hinter uns? Nö. Sehr gut. Wir wollen ja auch da lang fahren. So. Hey, sag mal. Du siehst, dass ich auf der Kreuzung bin, oder nicht? Du blödes Gesocks. Sieht, dass man auf der Kreuzung ist, muss aber reinfahren. Diese verfluchten Busfahrer. So ein blöder Hund. Können wir gleich zur Werkstatt auch noch alles wieder reparieren lassen. Wo fahr ich? Ich will in der Eier. Da hat sich gerade das Schild entfleucht. Normalerweise haben wir hier ein Schild oben. Das war kurzfristig zu sehen. Jetzt ist es wieder da. So, ab in die Garage. In diesem Sinne, dass wir es geschafft haben, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.